Schwangerschaftsabbruch in Deutschland, so heißt euer Projekt von Korrektiv Lokal. Warum war es euch wichtig, eine Datenbank aufzubauen mit ganz vielen Daten zu dem Thema? Das war uns wichtig, weil wir eine Art Service-Charakter in die Recherche integrieren wollten, weil die Informationslage in Deutschland wahnsinnig schlecht ist zur medizinischen Versorgung und Personen, die einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen, oft schon daran scheitern, dass sie gar nicht wissen, welche Voraussetzungen sie dafür erfüllen müssen und wo sie einen Abbruch durchführen lassen können. Dann lasst ihr bei diesem Projekt ja auch nochmal Betroffene zu Wort kommen. Wie macht ihr das? Wir haben ungefähr 1500 Personen befragen können, die einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich haben. Das lief über das Tool Crowd Newsroom, wo sich Leute sicher in einem sicheren digitalen Rahmen sozusagen äußern konnten und ihre Erfahrungen schildern. Das hat gezeigt, dass es wirklich grausame Geschichten gibt und Personen durch einen Spießrutenlauf gehen müssen, um zu einem Abbruch zu kommen. Wie ist die Resonanz sonst so von den Leuten, die auf euer Projekt aufmerksam geworden sind? Mein Eindruck ist, dass die Resonanz gespalten ist zwischen positivem Feedback und großer Dankbarkeit, aber auch Überraschung, weil viele immer noch nicht wissen, dass Schwangerschaftsabbruch in Deutschland eine Straftat ist.